Neben dem Eurofighter-Untersuchungsausschuss tagt nun auf Initiative der FPÖ mit den Grünen auch ein sogenannter kleiner Untersuchungsausschuss, der sich mit dem Bundesdenkmalamt beschäftigt. Aufgrund eines Berichts des Rechnungshofs steht dieses Amt massiv in Kritik. Die FPÖ kritisiert, dass Parteipolitik bei den Postenbesetzungen betrieben wurde, die zu einem wirtschaftlichen Schaden geführt haben dürfte. Und es muss mittlerweile schon ein derartig unerträgliches Ausmaß erreicht haben, dass sogar der eigene SPÖ-Minister mit seiner Geduld absolut am Ende ist, was seine Parteifreunde dort anstellen. In Kritik steht auch ein EDV-System und Preisabsprachen. Es gibt seit Jahren, seit beinahe 10 Jahren, ein EDV-System, das eingeführt werden soll. Es ist noch nicht fertig, verschlingt Millionen, ein Millionengrab erster Ordnung. Es gibt zum Beispiel kein Interesse seitens der handelnden Personen im Denkmalamt zu eruieren, ob zum Beispiel Auftragnehmer, speziell im Bereich von Restauratoren, verurteilt worden sind wegen Preisabsprachen. Das interessiert die dort gar nicht, auch nach mehreren Nachfragen. Es gibt dort Spezialdinge, dass es zum Beispiel Disziplinarverfahren gegen Beamte gibt, die werden aber heute nur einen Tag nach der Verjährungsfrist eingebracht, sodass sie deswegen eingestellt werden. Und das sind alles Zufälle. Und wir glauben das eben nicht, sondern dort hat sich eigentlich über die Jahre ein Filz breit gemacht und heute war die erste Sitzung. Wie ich schon sagte, mit einem sichtlich genervten SPÖ-Minister, der Minister Trotzter, der da einiges geerbt hat und selbst nicht das ausbaden möchte, was seine Vorgänger hier angerichtet haben. Im Gegensatz zum Eurofighter-Untersuchungsausschuss, der wegen der Nationalratswahl bald beendet wird, wird der kleine U-Ausschuss seine Arbeit bis zur Angelobung des neuen Nationalrats fortsetzen.